Au. Oh, das fängt ja schon mal gut an. So, weiter geht's im Text. Oh, fottes Scheiß-Sirene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Borderlands 2 und diesmal setzen wir die Kill-Serie fort und es geht um den, ja, um so einen riesen Schneemann quasi von einem Headhunter DLC, praktisch ein Story-Boss, und zu dem schauen wir jetzt einfach mal rein, wie der so ist und was er kann, besser gesagt. So, hier ist der Markus, wie gesagt, das ist ein Headhunter DLC, ein Weihnachts-Special quasi war das damals. Und da gibt es so ein riesen dubbeliges Schneemann. Ich bin hier auf Ü8, also über Macht 8. Das müsste dann rein theoretisch ein Level 83er sein. Und ich bin hier mit einer 72er Sirene, natürlich auch über Macht 8. Also sprich Level 80er Waffen. Und schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade im Moment mein Badass-Rang ausgeschalten. Also sprich, für jeden nachvollziehbar, praktisch. Der ist auch nicht großartig schwer. Ich zeige es euch gleich mal, was ich dabei habe, wenn ich angekommen bin. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Da unten ist die Arena quasi von dem Riesenschneemann. So, ich habe hier jetzt mal die Herald eingepackt. Dann die Sandhawk Fire, ein The B-Schild und ja, ganz normal, legendäre Sirene und ein Pistolenartefakt zwecks der Herold. Und ich habe keine Ahnung, das habe ich vom Kumpel bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Granatemod ist, aber der haut ordentlich rein. Ich weiß, dass der 27 Millionen Schaden macht. Also richtig heftig. Ich habe ihn persönlich noch nie gefunden. Ein Kumpel hat gesagt, hey, ich habe da was für dich, probier es mal aus. Wenn es einer weiß, woher der Granatenmod kommt oder wer der droppt, einfach unten mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, woher der Granatenmod kommt. So, und jetzt gehen wir mal rein in die Arena. Ich will euch noch kurz zeigen, dass der Badass-Rang aus ist. Hier seht ihr's. Und jetzt gehen wir mal rein hier. Da vorne muss man so Glocken läuten. Das kann der Schneemann gar nicht leiden und dann kommt er schon und will mir ins Fell. Quasi, da sind die drei Glocken. Hört sich sehr schön an. In meinen Ohren mehr oder weniger, aber der Schneemann kann es nicht leiden. Jetzt müsste er da gleich, da war er gerade. Jetzt müsste er gleich da nochmal, haha, das war er. Jetzt müsste er hier irgendwo auftauchen. Da seht ihr, ich habe es vorher schon mal probiert. So. Mal Granatenmod drauf. Aber der macht nicht so viel. Da kommt er, die Sau. Ich muss aufpassen. Aufpassen hier. Ah, ich habe mich voll getroffen hier, die Sau. Oh, das fängt ja schon mal gut an. So, weiter geht's im Text. Oh, fottes Scheiß-Sirene. Komm her, du Sau. So. Das fängt schon gut an, das fängt schon gut an. Schnell weg hier. Nein! Wo ist er? Da kommt er. Also alleine ist er schon knackig, sag ich jetzt mal. Die Drecksau, die Elendige. Jawohl. Komm her, du
Ja. Also mit dem Gunsorger ist einfacher. Da ist viel, viel einfacher. Oh, ich kriege jetzt voll auf den Sack die ganze Zeit. Wenn ihr einen Gunsorger habt, nehmt den zur Hand. Mit der Sirene, wie ihr seht, ist ein bisschen kacke. Bin ich gleich wieder tot. Komm her, du Sau, du Elendige. Jetzt haben wir ihn gleich. Jawohl, das war er. Mit gefühlte 5-mal sterben hat es funktioniert. Die Drecksau, die Elendige. Okay. Jetzt haben wir ihn. Jetzt muss man hier den Hut runterreißen und dann funktioniert's. Komm, jetzt muss er gleich nochmal runterkommen. Und dann muss man aufs Knöpfle drücken und patsch. Mein kostbarer Hut. Da hinten kommt einer. Jetzt explodiert er. Batsch. Das war er, der Schneemann. Komm, du scheiß Schneemann hier. So. Da kommt nochmal einer. Ich will euch gleich noch eine andere Methode zeigen. Mit Badass-Rang. Mal gucken, was er getroppt hat. Mich interessieren eigentlich nur das Iridium. Slack, Gunsorger, bla bla bla. Iridium ist immer gut. Das kann man immer brauchen. Sonst ist eigentlich nur Misch dabei. Okay, jetzt gehen wir mal hoch. Wir müssen jetzt quasi wieder die Map verlassen. Dass der quasi wieder erscheint. Dass wir da wieder hin können. Müssen wir schnell raus. Besser gesagt, das Gebiet kurz wechseln. Und dann klappt's schon. Es dauert halt ein bisschen kurz. Aber ich denke mal, ihr seid schon gespannt, wie das mit dem Badass-Rang aussieht. Also das war jetzt ziemlich knackig, keine Ahnung, 5-mal gestorben oder so. Jetzt muss man halt wieder zur Schnellreisestation. Und dann kurz woanders hin und dann wieder hierher. Und dann müsst ihr wieder da sein. Zum Plattmachen. Hier, Munition nachladen hier. Hey Markus, du Sack. Alte Socke. Da, schöne Eisenbahn, cool. Yes. Geile Sache. Wegen dem sind wir hier. So, hier die Schnellreisestation und jetzt verpissen wir uns schnell. Jetzt müssen wir kurz abwarten auf den Ladebalken. Ihr könnt mir gerne unten mal in die Kommentare schreiben, welche Endbosse ihr gern sehen möchtet. Ich habe jetzt mal vor, dass ich die Story-Bosse so nach und nach mal zeige. Also auch von den Headhunter-DLC quasi. Jetzt muss man kurz warten, bis der Ladebalken wieder vorbei ist und dann können wir rein. So. Markus Söldner Shop. Schalten wir gleich mal den Badass-Ring wieder an und na, schauen wir mal. Da sieht es ganz anders aus. Besser auf jeden Fall. Vorteilhafter. Hau, hau, hau. So, anschalten. Jetzt verändern sich die ganzen Werte. Und jetzt geht's mal dem Schneemann an den Sack. Richtig an den Sack. An den behaarten Sack. Das Hinlaufen ist jetzt halt ein bisschen ätzend, die hätte es auch rausschneiden können. Aber mein Gott, ich zeige euch alles, scheißegal. Shit drauf, ganz ehrlich. Auf das neue Spiel bin ich auch richtig ordentlich mal gespannt. Also sprich auf das neue Borderlands-Spiel. Was im Oktober irgendwann erscheint. Anfang Oktober, glaub. Werde ich auch dementsprechend ein Let's Play davon machen, ganz klar. So, aber genug geschwafelt. Jetzt sind wir hier wieder. Da muss man vorne wieder die Glöckchen läuten. Patsch. So. Vorne wieder die Glöckchen läuten und dann kommt er. Und dann seht ihr mal die Geschichte, wie es aussieht, wenn ich den Badass-Rang einhabe. Lingelingeling.
Dingelingeling, hier kommt der Eiermann. Der hat dich gleich an den Eiern dran. An den weißen, schneebedeckten Eiern. Komm, zeig's Köpfle. Hallo. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mal gleich ein paar Granaten drauf. Wenn er rauskommt. Scheiße, die Granaten bringen nicht viel. Aber die Waffe natürlich umso mehr wahrscheinlich. Das war er. Das sind natürlich andere Zahlen. Wie ohne Badass-Rang, das ist ganz klar. So. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Also das waren jetzt gefühlte 5 Sekunden oder so. Geht natürlich alles viel flotter von der Hand. Zack, Hut weg. Und das war's. Mein wunderschöner Hut. Ja. Ich hab dich am Sack. Das war er. Schreibt unten in die Kommentare rein, welchen Endboss ihr als nächstes sehen wollt. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Kill-Serie. Vielen Dank fürs Einschalten, euer King Lion 83. Haut rein, liebe Leute, bis denne.